Weißt du? Niveau-Klatsch. Niveau-Klatsch, geil. Genau. Finde ich auch. Als Zuschauer. Seit der Nummer darf mein Bruder erst nach den Shows essen, weil er war einfach zu fett. Und plumps. Hallo ihr Lieben, kurz bevor die Ehrlich Brothers heute Abend in Düsseldorf auf der Bühne stehen, beantworten sie uns noch 2, 3 Fragen netterweise. Yeah. Mich würde mal interessieren, wie aufgeregt seid ihr vor einem Auftritt? Ich meine, ihr seid ja schon Profis, aber geht euch da die Pumpe oder nicht so? Naja, also ich sag mal so, wenn wir jetzt hier stehen und du siehst, hier sind irgendwie, keine Ahnung, 40.000, 50.000 Sitzplätze, da ist das schon so, dass man so eine respektvolle Gänsehaut bekommt und denkt, boah, ey, wenn erstmal alle hier sind und du bist dann 5 Minuten vor der Show, ey, da geht dir aber die Pumpe. Mhm. Auf einer normalen Tourshow ist das auch so, aber ich glaube nicht so extrem wie nachher, wenn hier wirklich die Bude voll ist, ey, und dann weiß ich, mein Bruder, der verlabert sich wieder und dann bin ich aufgeregt. Okay. Ihr werdet mir jetzt nicht eure Tricks verraten, aber gibt es da so die Angst, es könnte was schiefgehen, oder merkt man während einem Trick, dass was schiefgehen kann? Oder sind die gar nicht so aufgebaut, also klappen die immer? Ja, grundsätzlich ist es natürlich nie zu 100% garantiert, dass jede Illusion bis ins letzte Detail funktioniert. Das ist unser Anspruch und auch der Anspruch der Crew. Jeder will natürlich die perfekte Show den Zuschauern bieten. Aber ich weiß, in Dresden vor 3 Jahren ist zum Beispiel einmal ist der iPad-Trick schiefgelaufen. Da bin ich mit dem Motorrad nicht aus dem iPad rausgefahren, sondern ich bin rausgefallen. Okay. Für die Zuschauer war das ein einmaliges Erlebnis. Ja. Das war so, wie wenn sich der Nachrichtensprecher verspricht. Da findet man zum Teil ganz lustig und amüsant als Zuschauer. Ja. Seit der Nummer darf mein Bruder erst nach den Shows essen, weil er war einfach zu fett. Bums, plumps. Würdet ihr euch denn als eitel bezeichnen? Privat eigentlich nicht, nee, überhaupt nicht. Privat sind wir im Blaumann in der Halle, haben dreckige Hände, lieben es zu flexen, schweißen. Ich meine, auf der Bühne ist ja immer nur so. Und für die Bühne, da machen wir uns auch mal schick. Ja, ne? Und 2018, was habt ihr, ich meine, klar, große Tour und so weiter, habt ihr noch irgendwas anderes, auf was wir uns freuen können? Oder ich meine, es reicht ja auch erstmal, ne? Ist relativ viel. Ja, also wir sind auf jeden Fall sehr, sehr viel unterwegs jetzt. Also wir freuen uns natürlich, wenn, genau wie das gerade ist, dass die Menschen einfach in die Shows kommen, das, was wir eigentlich ja schon seit 15 Jahren machen, dann doch toll finden. Mhm. Und erfreuen uns einfach daran, dass nach so langer Zeit einfach es Menschen gibt, die sagen, boah, wir finden zumindest den einen von den Ehrlich Brothers ganz cool. Also vielen Dank, ehrlich. Super. Mein Bruder träumt gerne.